Ja, hallo und herzlich willkommen aus St. Peter-Ording zum dritten Teil der Serie Fans Fragen, Spieler Antworten. Heute mit dem Duo Anni Schumacher und Jana Köhler. Hi. Neu formiert und frisch gebacken. Ihr müsst da reinreden. Hi. Hi, gut. Ihr habt die Chance gehabt, auf Facebook Fragen an das Team zu stellen. Und dann fangen wir mal mit Jana direkt an. Pat fragt, jetzt kommt's, wie oft trainiert ihr in der Woche zusammen und spielt das Wetter dabei eine Rolle? Wir trainieren, wenn Anni in Hamburg ist, zweimal am Tag und wenn ich in Dresden bin, auch zweimal am Tag. Und das Wetter war bisher immer super, wir haben uns schön eingecremt, Sonne war immer da und wenn Regen ist, singen wir ein schönes Lied. Okay, besonders in Hamburg ist immer schönes Wetter, oder? Das ist wirklich schönes Wetter. Siehst du? Gleich noch eine Frage an dich. Florian fragt, nenn eine Sache, die dich und deine Beachpartnerin einzigartig macht. Oha. Anni ist die, die am meisten lacht, die ich bisher kennengelernt habe. So ein Lachflash dauert 5,5 Minuten, auch in der Nacht, passiert auch mal. Okay, und wie sieht das bei dir aus? Bei Jana ist die Einzigartigkeit, denke ich mal, ihr trockener Humor, wodurch sich dann natürlich auch meine Lachflashes ergeben. Das passt ja dann ganz gut zusammen. Die nächste Frage ist ein bisschen spezieller. Die stelle ich euch beiden am besten gleich. Gibt es auch mal Zwist zwischen euch? Wenn ja, wieso? Und macht ihr euch nach entscheidenden Fehlern Vorwürfe? Ja, wir hatten noch nicht so viel Zeit, doll zu streiten und wir hatten auch so ein paar Erfolge. Da könnte ich jetzt natürlich sagen, also wir hatten einfach noch keine Streits. Ich glaube, dass wir das ganz gut machen, dass wir von Anfang an alles aussprechen, was wir so denken. Und dadurch ist das eher so eine gemütliche Konversation, wo beide im günstigsten Fall auch was sagen und das Ganze in der Lautstärke, wo ich sagen würde, es ist kein Streit. Ich denke, du siehst das ähnlich. Ja. Okay. Michi fragt, wer von euch beiden hat nach einem Match insgesamt mehr Laufkilometer auf dem Konto? Eindeutig ich. Als Blockspieler musst du ja nach dem Aufschlag stets nach vorne zum Netz rennen. Warum lachst du da jetzt, Jana? Ja, also ich denke, wir sollten das tatsächlich mal mit so einem kleinen Kilometerzähler am Bein ausmachen. Also die Blockspieler denken immer, dass sie ganz schön viel laufen müssen, die 8 Meter nach vorne. Wenn man den Line-Shot erlaufen hat und dann den Pass in die andere Ecke kriegt, da fragt Kinder nach. Das wäre... Den Line-Shot, wenn der Blocker den schon pflückt. Also ich denke, was zu beweisen wäre. Okay, zum Ende hat die Technikerkrankenkasse noch eine abschließende Frage an euch. Diese wirbt ihr auf der Smart Beach Tour wieder für mehr Bereitschaft zur Organspende. Wie stehst du denn zu dem Thema? Also ich selber habe auch einen Organspendeausweis und halte richtig viel davon. Ich habe die Erfahrung gemacht in Diskussionen, dass viele Leute erst darüber anfangen nachzudenken, wenn es im Familien- oder Bekanntenkreis einen Fall gibt, wo ein Organ gebraucht wird. Und ich frage mich dann halt, warum muss immer erst was passieren? Und denke deswegen, dass ein Organspendeausweis auf jeden Fall bei jedem in der Tasche zu finden sein sollte. Das Problem ist allerdings, dass die Leute nicht wissen, wo sie einen herbekommen. Und ich denke, da sollte mehr Aufklärung betrieben werden. Den gibt es online, kann man sich den ausdrucken oder auch beim Arzt nachfragen. In der Apotheke, überall gibt es Organspendeausweise. Und es ist keine schwere Sache, den einfach auszufüllen und sich einzustecken. Oder man kommt bei der Smart Beach Tour vorbei, weil da gibt es auch welche. Jana, wie siehst du das? Ich habe auch einen. Haut rein, Jungs. Okay, vielen Dank euch beiden. Und allen Fans, die Fragen auf Facebook gestellt haben. Dankeschön. Tschüss aus St. Peter-Ording. Tschüss.